in Mainz mit Thomas und Kadi von Maché. Und ja. Ja. Und wir wollen uns mal ein bisschen unterhalten über Maché und generell einfach so über Musik. Okay. Und fangen wir mal an. Wie seid ihr eigentlich zu Maché gekommen? Also wir haben ja die Band zusammen gegründet, also es gab quasi Maschek noch nicht vorher, deswegen sind wir nicht dazu gekommen, sondern vielleicht dazu gekommen, diese Band zu machen. Und das ist einfach eine Idee, die schon sehr, sehr lange im Raum stand. Wurde natürlich von unserem Gitarristen und Sänger oder Hauptsänger Rod Gonzalez ein bisschen auch initiiert, weil er sehr viel Musik aus Südamerika hat, die er geil findet und die schon lange mal aufführen wollte. Und dann haben wir halt irgendwann vor drei, glaube ich, inzwischen, oder? Auf jeden Fall vor einer Weile haben wir dann einfach mal gesagt, so, jetzt ist die Zeit reif. Und dann, wir kannten uns dann auch alle irgendwie schon, zwar nicht alle gleichzeitig, aber jeder kannte immer mindestens einen aus der Band. Und haben wir uns zusammengefunden und einfach angefangen mit Shake. Und haben alle aber natürlich auch diesen Hintergrund, dass wir halt die Musik schon viel gespielt haben und eine große Leidenschaft dafür haben. Du spielst bei mehreren Bands mit? Ja. Wie vielen sind es insgesamt? Im Moment? Ja. Es ist immer unterschiedlich. Mit vier Bands, so regelmäßig unterwegs. Wer ist alles mit dabei? Ich spiele mit der Band Dear Reader. Das ist eine Band, um die südafrikanische Sängerin Jared und Ben McNeil, mit der bin ich unterwegs. Ich spiele mit Roman Loh und dann noch mit der Berliner Band Unmap. Das ist ein ganz neues Bandprojekt, was jetzt gerade anfängt. Und mit was schenken. Damit bin ich eigentlich hauptsächlich. Nee, das ist Mutter. Ja, und ihr habt schon gesehen, dass du nebenbei noch so irgendwas? Nee, bei mir reicht immer eine Band. Ich hatte eine andere vorher mit Michelle zusammen, dann haben wir aber beide beschlossen, dass wir da nicht mehr mitmachen wollen. Und dann waren wir auch sehr froh, dass man dann eigentlich auch was Shake relativ bald losging. Ich kenne dich noch irgendwie von Lemon. Ja, Lemon ist, aber das war ja Anfang der 2000er Jahre, war das ja schon durch. Lange her, genau. Kann ich mich auch bloß noch ganz, ganz dunkel dran erinnern. Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Anfang 2000, oh Gott, das sind jetzt 13 Jahre her. Ja, also 2000 haben wir uns ja letztes Jahr gespielt. Oder 2001 vielleicht. Da hatte ich eigentlich musikalisch immer meinen Sender, weil da war meine Tochter noch. Ich gerade pflegeleicht ein Alter. Na, immerhin hast du schon gehabt. Andere haben in vor 13 Jahren noch keine Kinder gehabt. Ja, inzwischen sind 24. Scheiße. Zeit vergeht. Ja. Auf jeden Fall. My friend, I don't wanna hurt, but your girl is gonna be a bar. Well, don't you know it? She's calling me time after time. Freunde der Nacht, das ist jetzt sehr ungünstig. Hallo. Ich baue gleich die Musik zusammen. Ja. Wir sind gerade so ein ganz kleines Video-Interview für so einen Online-Blog. Ach so, und ich störe euch gerade nicht. Du störst total. Ich bin jetzt voll dabei eigentlich. Ich kann auch noch ein paar Fragen beantworten. Ja, also ich kann nur sagen, super. Also finde ich total klasse. Gib uns 5 Minuten. Wenn wir ein paar Minuten noch haben dürfen, Wir haben mit der Tour zu verabschieden. Die Tour lief super, gesagt. Wir sind jetzt noch dieses
dieses Jahr, glaube ich, noch 5 Konzerte. Vier. Kommen wir noch mal ein bisschen in deine Nähe. Ja, ich weiß, wenn alles klappt, bin ich in Leipzig. Ja, ich glaube auch. Vor einer Woche in der Schweiz gewesen, das war so schön. Tour läuft super. Wir sind. Ja, gut, das ist super. Wir freuen uns und auch schon auf nächstes Jahr. Ja. Mal eine Frage, ihr habt jetzt nicht so lange, aber was ist denn jetzt raus schon gemacht? Kommt da mal was Größeres? Es ist gerade, also genau das ist ja die Idee davon. Wir wollen halt kein Album machen, weil. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal so eine EP-Box raus. Das ist ja immer eine EP mit 4, manchmal auch 5 Stücken. Die Idee dahinter ist, dass wir erstens in einem kürzeren Zeitraum was rausbringen können und wollen. Zweitens zweimal im Jahr, was halt mit einem Album da, dass man so, weiß nicht, alle 2 Jahre oder so, dabei kann man halt schneller was machen. Und zweitens ist halt, die sind halt alle limitiert auf eine kleine Stückzahl, das sind halt so kleine Sammlerstückchen. Und ja, und es ist natürlich auch für uns halt einfacher, 4 Stücke aufzunehmen. Also es sind einfach total viele Faktoren. Wenn wir halt 4 Stücke aufnehmen, dann müssen wir dann nicht so lange dran rumwurscheln, wie wenn wir jetzt 12 Stücke aufnehmen wollen. Außerdem finden wir es auch cool. Also wir finden es einfach auch schön, lieber einmal im Jahr oder alle, weiß nicht, 8 Monate halt einen Tonträger zu haben. Und dann halt nicht 3 Jahre mit dem gleichen Album zu spielen. Weil so kleine Bands wie wir werden halt einfach de facto nicht so viele Alben aufnehmen können. Irgendwo We want to dance. We want to dance. We want to dance. Gut, um das. Ja, klar, die Musik, das Musikbusiness sich verändert in den letzten Jahren. Aber ich weiß halt nicht, wie es früher war. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt heute so viel schwerer ist, leichter. Weiß ich nicht. Also, YouTube ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil.
Also, der Meinung sind wir eigentlich auch, deswegen machen wir ja die Videos und stellen sie rein. Und vor allem für die Unbekannten, wenn ich sage, ja auch den Erfolg. Dafür machen wir das ja. Dafür ist so, ich glaube, die ganzen neuen Sachen für YouTube, was heißt die neuen Sachen? YouTube sind einfach Sachen, die aber YouTube, Facebook und so, ist, sind Sachen, die Leute miteinander connected. Ich finde es eigentlich auch, wie gesagt, für die Live-Fans, die jetzt nicht so den großen Support haben und die großen Plattenfirmen, ja, sagen, die ist das auf jeden Fall. Ja, zumal auch die großen Bands stehen auch auf YouTube und werden da erzählen, die Plattenfirmen auch die Hits, die Videos bekommen. Also es hat sich schon insgesamt, ist YouTube schon eine ziemliche Macht geworden einfach. Ich meine, das Schöne ist ja, dass es jeder nutzen kann und eben nicht nur die Großen, wie jetzt bestimmte andere Marketingmaßnahmen, die halt doch tatsächlich Plattenfirmen vorbehalten waren, weil die das Geld investieren können. Das ist das Tolle daran, dass halt YouTube eben quasi jeder kann. Ja, die Großen, die haben ja teilweise mächtig rum. Ja, nicht zu Unrecht. Die haben natürlich auch total Umsatzeinbußen und die Leute, also die verkaufen einfach keine Tonträger mehr. Und mit Plattenfirmen, die keine Tonträger verkauft, ist halt ihre Daseinsberechtigung quasi beraubt. Das muss man halt schon mal so sehen. Ich meine, was macht denn eine Plattenfirma? Die verkauft Platten. Ja. Wenn sie keiner mehr Platten kauft, dann braucht ich auch keine Plattenfirma mehr. Viele downloaden auch bloß. Ich bin noch so von dem Schlag, ich will was in der Hand haben. Ja, das hatten wir neulich auch schon mal in unseren Kreisen. Wir sind halt noch eine Generation, die halt wirklich mit Tonträgern aufgewachsen sind. Das ist halt jetzt bei den jüngeren Leuten nicht mehr zwangsweise so. Da werden wir halt sehen, wie sich das entwickelt hat. Die das trotzdem nochmal so eine Liebe zum Tonträger entwickeln und dann halt vielleicht zu Schallplatten. Also weil wir schon festgestellt haben, also Vinylplatten werden schon auch wieder gekauft, weil die halt ein wertiges Produkt sind. Aber ob das jetzt die Menge wieder sein wird, die man braucht, um halt eine Band so zu finanzieren, dass sie halt vernünftige Aufnahmen machen kann, das ist nochmal eine andere Frage. Das wird sich zeigen. Klar. Auf jeden Fall ist Vinyl wieder auf. Ja. Und es lohnt sich halt für Bands auch, Sachen selber zu machen heutzutage. Also wenn man halt relativ viel auf Konzertreise geht, so wie wir, dann ist es besser, wenn man einfach seinen eigenen Tonträger produziert und herstellen lässt und verkauft, weil dann kriegt man wenigstens 100% von dem Geld, was man einnimmt. Während halt, wenn eine Plattenfirma, den kauft man ja die Platten dann auch zu einem Preis von 12, 13 Euro ab. Und dann verdient man ja gar nicht mehr viel. Ich kann sagen, so viel nimmt man an der CD nicht. Nee, aber da weiß ich auch gar nicht, wie vielleicht kostet sie sogar mehr. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht. Vielleicht auch 50 oder 70. Das ist unterschiedlich. Kommt nur das Gesamtprodukt an. Genau. Aber ich meine, deswegen, also heutzutage kann man halt vielleicht erstmal sich darauf einigen, dass selbst machen nicht die schlechteste Geschichte ist. Okay. Was? Fällt dir nicht ein? Ja, dann danke ich mir bei euch, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich muss jetzt los, unser Kram geladen. Tschüss! Vielen Dank!